Es gibt wohl nicht wenige Arbeitnehmer, die schon frühzeitig anfangen, die Tage bis zur wohlverdienten Rente zu zählen. Da kann man endlich ausschlafen, schöne Reisen machen, kurz gesagt endlich 5 Grad sein lassen. Aber auch da gibt's Ausnahmen. Sepp und Elisabeth Wurm zum Beispiel. Mal, einfach die Seele baumeln zu lassen, käme für sie gar nicht in Frage. Die beiden starten noch einmal richtig durch und arbeiten den ganzen Sommer über als Almbauern in Bayern. Mitten im Nationalpark Berchtesgaden liegt ihr Revier. Sepp Wurm und seine Frau Elisabeth bewirtschaften über den Sommer die Bindalm. Sie haben von früh bis spät zu tun. Kühe melken, Käse machen. 8 Milchkühe sind es, dazu kommt das Jungvieh. Das bedeutet jeden Tag um 3:45 raus aus den Federn. Denn spätestens um 5 stehen Almrausch, Enzian, Romy und die anderen vor der Hütte und bimmeln. Ihre Euter sind voll, die Kühe wollen gemolken werden. 10, 12 Liter Milch haben sie jeweils mitgebracht. Ich hab mal schauen, die haben die Uhrzeit drin und ich hab's auch drin. Und ist es leicht, um die Uhrzeit aufzustehen? Ja, alle wär's schön, da länger schlafen manchmal, aber ist so. Hab ich mir selbst ausgesucht. Sepp ist das 4. Jahr auf der Alm. Davor war er Maurer und Bauer im Nebenerwerb. Jetzt hat die jüngste Tochter den Hof. Die Eltern auf der Alm sparen ihr das Geld für die Sennerin. Er kümmert sich ums Vieh, sie um die Milch. Wenn dann Milch da ist, dann mache ich weiter mit der Verarbeitung. Spülen, das wäre bei meiner Sache. Und mit dem Verarbeiten. Butter machen, aber das habe ich jetzt gestern gemacht. Das mache ich nicht, also jeden zweiten Tag. Und dann mache ich so 2, 3 verschiedene Käse. Der Wald treibt Sepp die Kälber raus. Sie sollen das Grasen lernen. Um die Nacht mit den anderen draußen auf der Weide zu verbringen, sind sie noch zu klein. Jetzt führt Sepp sie weg von der Hütte, rein in die Natur. Die Natur haben wir gern, du wisst, was sie schätzen. Wo andere Urlaub machen, da dürfen wir arbeiten. Nein, nicht. Wir arbeiten auch gern. Elisabeth bereitet die Milch zum Käsen vor. Die muss jetzt erst mal stocken bei 32 Grad. Den Ofen haben sie direkt nach dem Aufstehen angeheizt. Ohne läuft nichts auf der Alm. Kaltes Wasser fließend habt ihr, aber warm's nicht. Warm ist nicht. Na, warm ist wer dann Ofen. Macht jeden Tag. Das ist das Erste in der Früh. Kurz vor 7, Frühstück. Strom haben sie auf der Bindalm erst seit einem Jahr. Und auch jetzt gibt es nur, was nicht in den Kühlschrank muss. Die selbstgemachte Butter darf natürlich nicht fehlen. Schmeckt anders, ja. Besser, aber anders schmeckt es ein bisschen. Elisabeth ist kein Mensch der großen Worte. Auf der Alm zählen eh bloß Taten. Anpacken ist oberstes Gebot. Es regnet schon die ganze Nacht. Malerische Tristesse unter tief hängenden Wolken. Für Sepp bedeutet das hauptsächlich nass werden. Die Kälber haben ihre Lehrstunde im Grasen beendet und wollen zurück in den Stall. Drinnen gönnen sich die Kühe ein Nickerchen. Für sowas haben Sepp und Elisabeth keine Zeit. Eine Alm zu bewirtschaften heißt 4 Monate durcharbeiten. Die 80, 90 Liter Milch pro Tag verarbeiten sich schließlich nicht von allein. Aus Rohmilch macht sie Butterkäse, aus Sauermilch Frisch- und Schüsselkäse. Das habe ich mir anhand von einem Rezept habe ich mir das selber beigebracht. Immer mal wieder probiert. Hat es gleich geklappt? Und das hat eigentlich relativ schnell geklappt, ja. Dass wegen der Alm erstmal nichts wird aus dem wohlverdienten Ruhestand, stört die beiden nicht. Ganz im Gegenteil, sie sind stolz auf ihre Arbeit. Andere Leute sind ja froh, wenn man quasi Ruhestand irgendwann mal hat, aber ihr wolltet es weitermachen, oder? Ja, das war eins, direkt Ruhestand war eins zu lange. So, da wird er gepresst jetzt. Das war's schon. Das war's vorläufig. Die Almbauern sind immer in Bewegung. Jetzt ist Sepp draußen, um die Weiden zu pflegen. Junge Bäume, Sträucher, Disteln, alles fällt der Schere zum Opfer. Die Grasflächen sind vergänglich, wenn Sepp nicht regelmäßig alles stutzt. Ja, na, kommt der Wald. Das ist mit der Weide aus. Die kommen höchstens 2 Jahre. Alles wird alles zu. Es geht auf Mittag zu. Ehe die ersten Wanderer kommen, bürstet Elisabeth noch schnell den Schnittkäse mit Salzlake ab. Noch ist er nicht reif genug. Das dauert 4 bis 6 Wochen. Und dann kommt Kundschaft, trotz des Regens.
Werbeschilder gibt es keine, warme Küche auch nicht. Dafür eine ehrliche Brotzeit mit Almkäse und Ausblick. Dass man beim Ehepaar Wurm gut versorgt wird, hat sich rumgesprochen. Sogar unter den auswärtigen Wanderern gibt es Stammgäste. Wir waren gut bewirtet und schmeckt's ihm noch was und wollt's ihm noch was und wird immer gefragt, die sind einfach lieb. Wie ist der selber gemachte Käse? Hervorragend. Schmeckt der anders als der aus dem Laden? Den können Sie gar nicht im Laden kaufen. Das ist Handarbeit und man kann hier zuschauen, wenn Sie den Käse machen. Das ist schön. Balsam für die Seele der Almbauern. Schön zu wissen, der Aufwand wird geschätzt. Wenn es den Gästen schmeckt und die Leute zufrieden sind, dann sind wir auch zufrieden. Das ist mit Arbeit verbunden, aber wenn man Freude hat, Idealismus, und da geht's schon. Die Wanderer ziehen weiter. Das Ehepaar Wurm bleibt noch bis Ende September. Der Sommer auf der Alm ist eine Tradition, die sie fortführen wollen, solange die Gesundheit mitmacht.